Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Chrisney, wieder mit einem Commentary, das letzte für diese Woche. Leider auch schon, ja. Nächste Woche geht's wieder mit Any Case weiter. Ich bin schon an der Recherche dran und habe schon ein paar Fälle ausgesucht. Aber die Finalen stehen noch nicht fest, aber ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Ja, mein heutiges Thema ist schon wieder unten eingeblendet und zwar wird's Cracken, Klauen oder Kaufen. Ich habe mich mit dem Thema befasst, ob man Software klauen, also illegal downloaden sollte, cracken oder doch eher kaufen sollte. Weil mir ist, also von vielen Leuten, von vielen Freunden kenne ich das, die sagen dann so, ja, neues Spiel draußen habe ich mir erstmal runtergeladen. Das ist bei vielen Routine, auch wenn es verboten ist. Ich weiß auf jeden Fall darauf hin, das ist illegal und verboten gegen das Gesetz. Auf jeden Fall. Viele YouTuber auch verwenden Programme oder Spiele, die sie selbst nicht gekauft haben. Zum einen, weil es einfach zu teuer ist, jedes Spiel zu kaufen. Das ist einfach, für jedes Spiel wird fast 30, 40, 50 Euro sogar verlangt. Und das ist für viele Leute schon echt viel Geld, wenn man da immer auf dem aktuellsten Stand sein will. Zum anderen sind es Programme, die unfassbar viel Geld kosten. Unter anderem After Effects oder Premiere Pro, das sind alles 3D-Programme, die extrem viel auffordern, Schnittprogramme, die extrem viel, in denen sehr viel Arbeit drin steckt von den Programmierern, und das sollte man, finde ich, auf jeden Fall respektieren. Illegale Download finde ich in fast allen Fällen für schlecht. Ich habe mir Software ausgesucht, die extrem günstig ist. Ich habe zum Beispiel nicht auf Sony Vegas gesetzt, sondern auf Sony Movie Studio. Einfach eine Alternative, die ich mir für 40 Euro gekauft habe, die einfach bezahlbar war, weil ich es einfach täglich brauche und da möchte ich kein illegal runtergeladenes Programm haben, sondern ich möchte legal arbeiten, weil ich da quasi auch mein Hobby mit gestalte. Zum anderen sind es halt nicht nur diese Programme, die unfassbar viel Geld kosten, die häufig gecrackt werden, sondern auch Spiele. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil ich beschränke mich meistens auf einzelne Spiele, die ich mir kaufe, wo ich in, ja, sag ich mal, auch viel spare, mehr oder weniger. Ich bin jetzt schon etwas älter, da verdient man ab und zu mal ein bisschen Geld und ich muss nicht mehr unbedingt auf ein Spiel sparen. Aber einfach ein Tipp oder ein Rat an euch, wenn ihr unbedingt ein Spiel haben wollt, dann kauft mal 2, 3 unnötige Spiele, andere Spiele einfach nicht, sondern beschränkt euch wirklich auf das eine, zieht das Spiel vollkommen durch und gut ist. Da braucht ihr nicht jeden neuesten Hype mitzumachen. Das finde ich irgendwie sehr schwachsinnig, einfach jedes Spiel, was neu rauskommt, sich runterzuladen und zu cracken. Vor allem, weil diese illegal gedownloadeten Spiele auch einen ganz anderen Umfang haben. Da ist zum Beispiel der Online-Modus überhaupt nicht drin. Und auch teilweise funktionieren Dinge nicht so wie in der Originalversion. Was ich also schlussendlich eigentlich sagen will, ist, dass illegale Downloads für mich eigentlich keinen richtigen Sinn haben. Es gibt zwar Testversionen von Programmen und sowas, wo man sich 30 Tage lang bei manchen Programmen sogar einfach die Funktionen angucken kann, ob es einem gefällt, ob es zu einem passt oder ob man überhaupt mit dem Programm klarkommt. Dafür muss man sich keinen Crack runterladen oder dafür muss man die Programme nicht auf irgendwelchen Seiten in Parts runterladen. Ich gebe einfach noch als Tipp oben drauf, schaut euch einfach Programme an, Alternativen, die vielleicht sogar kostenlos sind, wie ich. Ich benutze zum Beispiel, anstatt Photoshop benutze ich GIMP, was komplett kostenlos ist. Und das Beispiel halt mit dem Schnittprogramm, was ich eben schon gesagt habe. Ich fände es auf jeden Fall super, wenn ihr eure Spiele und eure Programme gekauft habt und dann nichts Illegales, Verbotenes macht. Das ist nämlich gegen jegliches Gesetz und ich finde, das geht einfach gar nicht. Das gehört einfach dazu, den Respekt für die Programmierung, für das Spiel an sich, weil ich sag mal so, das ist wie ins Kino gehen. Und da schummelst du dich auch nicht einfach so rein, da zahlst du 8 Euro für einen Film und dann schaust du dir den an und gut ist. Und im Spiel, da bezahlst du mal 40 Euro dafür und dann unterhält dich das auch. Wie jetzt im Falle von Counter-Strike hat mich das über 400 Stunden jetzt unterhalten. Und dafür sollte man, das sollte einem das wert sein, dafür ein bisschen Geld auszugeben. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen, die Folge. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Ob ihr vielleicht schon mal was runtergeladen habt, was illegal ist. Oder ob ihr Alternativen für Programme, die normalerweise sehr viel Geld kosten, habt. Ja, das war es jetzt eigentlich so, ne?
bis zum nächsten Mal. Das nächste Video wird in any case sein. Und ja, ich freue mich drauf. Bis denne. Ciao.